Ja, moin Leute, willkommen zu einem weiteren, diesmal nicht RC-Unboxing. Ja, also, ja, kurze Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist das gute Stück. Ja, meine neue Kamera. Es wurde Zeit. Mir und auch einigen anderen ging, also mir persönlich ging das ein bisschen auf den Zeiger. Ich habe euch letztes Mal gesagt, ich habe mit dem iPhone immer die ganze Zeit gefilmt. Ja, mag ja immer ganz okay gewesen sein, aber halt der Ton war immer das Problem. Ihr müsst wissen, wenn ich das bearbeitet habe, das Video, war der Ton immer sehr leise. So, ich musste ihn halt hochdrehen, daher kam auch dieses Dumpfe immer halt irgendwie, oder ja, weiß ich nicht. Jedenfalls war es mal Zeit, dass ich einen Camcorder habe, also beziehungsweise eine Kamera. Ich wollte halt auf jeden Fall einen Camcorder. Ja, das ist er geworden, der Panasonic HCW 570. Das ist das Nachfolgemodell von dem Camcorder, den Michi hat. Weil ihr wisst, wenn Michi dabei ist oder wenn ich mit Michi draußen bin oder wenn wir die Bash-Videos gedreht haben, ist immer sein Camcorder dabei. So, und das ist jetzt das Nachfolgemodell. Ja, nochmal eben für Leute, die jetzt hier eingeschaltet haben, die sich für diesen Camcorder erkundigen wollten. Das ist jetzt nicht unbedingt jetzt hier ein Tech-Unboxing so halt. Ne? Es geht darum, das ist die neue Kamera für diesen RC-Kanal. So, also wenn ich jetzt hier irgendwas nicht erwähne, was irgendwie für den Interessenten dieser Kamera wichtig ist, vielleicht andere Videos suchen. Tut mir leid dann, das ist dann vielleicht Missverständnis. Aber es geht jetzt darum, um die neue Kamera, mit dem auf diesem Kanal gefilmt wird. Ja, jedenfalls haben wir jetzt hier einen Full HD Camcorder. 90-facher Zoom kennt man halt von Panasonic, diesen starken Zoom. Das ist 50-fach ist davon halt über die Linse und der Rest ist digital. Aber das ist irre weit. Also Michi war ja im Urlaub mit seiner Familie, wisst ihr ja, und da hat mir seine Frau halt ein Video gezeigt, wo sie von der Ecke von Fehmarn irgendwie zu der Fehmarnsundbrücke gezoomt hat. Die war ultra klein, die konnte so zwischen zwei Fingern nehmen und dann hat sie rangezoomt so weit, dass man da die Autos sehen konnte. Das ist echt Hammer, der Zoom. Ja, dann natürlich halt die neueste Stabilisierungs, 5 Achsen irgendwas da, OIS heißt das bei Panasonic, natürlich alles drinne. Und etwas Raffiniertes an diesem Camcorder, wo ich noch nicht weiß, wie ich das irgendwie einsetzen kann, ist die zweite Kamera hier. So, wir holen das Ding jetzt auch mal raus. Huch, nanu. Ja, unboxen wir mal. Jedenfalls ist diese Kamera irgendwie, damit kann man halt dann ja aus einem anderen Blickwinkel filmen und der Camcorder packt es automatisch als Bild-in-Bild-Funktion. Das, ja, werde ich mal rausfuchsen. Also hier ist das gute Stück drin. Ja. Gar nicht lange warten. Schön eingepackt. Boah, da ist er. Da ist er. Ja, hier alles. Aufkleber ist das halt. Ja, natürlich alles so eine Wi-Fi, NFC. Da muss man eben nur scannen. Dann verbindet er sich sofort mit einem Smartphone. Und das Smartphone kann auch als zweite Kamera dienen. Dann, so wie ich das verstanden habe, findet das Smartphone und irgendwas anderes. Ich könnte zum Beispiel den Camcorder hier hin tun und könnte mit dem Smartphone euch den da rein von einem Auto filmen und automatisch würde der Camcorder das Signal über Wi-Fi empfangen und in das Video einbinden. So verstehe ich es, weil es wurde so dargestellt, dass entweder diese Kamera oder halt ein Handy, ne? Ja, Displayklappe ist jetzt diesmal ein bisschen größer geraten. Aufgrund der Kamera, die hier ist. Da sieht man sie. Schon cool irgendwie. Mal gucken, also lässt sich hier komplett halt drehen. Und was ist das hier? Boah, man kann hier noch an der Seite drehen. Dann neigt sie sich noch. Könnt ihr das sehen? Also das ist irgendwie ist das ein geiles Feature. Ja, dann hier. Ja, bald hatte das ein Ende, die Scheiße hier. Da Micro-USB, HDMI, also Mini-HDMI, AV-Out. Hier die Steuerungselemente. Hier kommt der Akku hin. Ja, ist halt sehr genau so wie die von mir. Hier kommt die SD-Karte rein. Ist natürlich sehr vertraut. Hier hat man noch einen Anschluss für Laden. Ja, oben ist nur der Foto-Button, Zoom und Start-Button. Also genau das gleiche wie bei mir. Aber hier fühlt sich irgendwie, ist das eine andere Oberfläche. Ich muss es mal vergleichen. So, aber sehr geiles Ding. Ja, bevor ich das vergesse ich überhaupt. Ich war sehr unentschlossen, was ich halt da vor allem nehme. Und ja, da bedanke ich mich mal an allen, die da. Hier, Papier. Bedanke mich bei allen, die daran beteiligt waren bei der Entscheidungsfindung. Allen voran Multikulti-Laser,
Der hat sich wirklich Zeit genommen, den habe ich damit genervt. Während ich auf der Arbeit war und da mal gelobt habe, hat er sich die Zeit genommen und hat sich irgendwie sämtliche Vergleichsvideos und sonst was angeguckt. Und ja, ich hatte ihm halt irgendwie 2 bis 3 Kameras genannt. Diese hier, eine Sony und so. Und ja, erst war es Sony, aber dann hat ihn doch Panasonic mit dieser neueren Kamera überzeugt. Hier ist ein Mini-HDMI auf Groß-HDMI-Kabel, direkt zum Anschließen, sehr schön. USB. Und ja, und dann hat er gesagt, Benni, hol dir die Panasonic. Und hier ist sie schon. Hier ist das Ladegerät. Netzteil genauer gesagt, USB-Kabel. Ja, das lädt. Ja, 5 Volt, 1,8 Ampere. Ja, so üblich halt wie, glaube ich, oder ein bisschen mehr als die Ladegeräte von Handys. Ich weiß nicht. Was ist hier noch? Was ist denn das? Ach. Ja, damit kann man. Ah, genau, damit kann man das anschließen und den Akku innerhalb des Gerätes laden. Ja, klar. Ja, klar, das ist es ja. Genau. Und das ist der Akku. So, klicken wir mal rein, damit das Ding mal ein bisschen Gewicht kriegt. Zack, und drin ist er. Ups, ich halte es ja nach außen. Ja, mal gucken, ob da Saft auf dem Akku ist. So, haha. Touchscreen hat sie. No Card drin, ist schon klar. Ja. Natürlich lässt sich das alles schwenken, umdrehen, zusammenklappen. Hier für Mick, für dich interessant. Naja, so kann ich auch bei mir, wie ich filme, halt sehen, was ist. So, guck mal hier, Leute. Ups, jetzt seht ihr mich. Ah! Das wollte ich zeigen. Da seid ihr drinne. Da in dem iPhone seid ihr drinne. Könnt ihr das sehen? Ist ja paradox. Ja. Gut, das soll jetzt auch hier gerade großartig sein. Mal gucken, ob ich noch hier ein paar Features vorlesen kann. Ja, klar, wie alles gesagt, Wi-Fi works with iMovie in Final Cut Pro 10. Das ist natürlich für mich sehr interessant, ne? Ich bin ja Apple-User. Ja. Ja, ne? Hier ist noch eine Angabe, halt 28 mm Wide-Angle-Linse. Level-Shot-Funktion, das war. Ich glaube, das ist das, weil das hat noch eine zusätzliche Funktion bei der Bildstabilisierung im G-Modus. Das ist das, glaube ich, gewesen. Also das soll ultra heftig eingreifen, damit das Bild nicht verwackelt. Ja, ich werde es mal austesten. Aber wie gesagt, ihr könnt euch jetzt zukünftig halt, werdet ihr hier besseres Bild und besseren Ton noch haben. So. Ja, bevor jetzt irgendwelche Schlauen irgendwie sagen, da kann man ja gar kein externes Mic anschließen. Ja, ist aber auch nicht nötig. Es war halt ein Budgetlimit und ich habe es jetzt nicht eingesehen. Ich wollte eine Videokamera haben und wollte mir jetzt nicht eine Systemkamera holen oder Sandy Bridge Kameras oder wie die heißen, um dann ein Mikrofon anzuschließen, weil das sind Fotokameras. Ich wollte eine Videokamera haben. So, ein Camcorder haben halt einfach einen guten Ton. So, das hat auch Blazer mir dick und fett erklärt, dass ich bei dieser Preisregion nicht auf externes Mic gehen muss, sondern ich mir einen Camcorder hole. So, und ich weiß halt von Michi, ich bin mit seinem Bild zufrieden, von dem Vorgänger, von dem Vor 550. Der Ton ist super, also kann das ja hier nicht schlechter sein. So, von daher ist das die neue Kamera geworden für den Kanal. Und ja, mal schauen. Ja. Ja, danke an alle Beteiligten, die mir geholfen haben da. Und ja, ihr wisst schon alles, wen ich meine. Und ja, und schöne Grüße an alle, die ich den ganzen Tag so übernerve mit meinen Nachrichten auf Facebook. Ist schon klar, also derjenige weiß jetzt, wie gemeint ist. Oder, ne? Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.